Belgien ist sicherlich immer der Favorit, wenn es darum geht, hinter den Großen zu lauern. Wenn Frankreich strauchelt, wenn Spanien strauchelt, wenn diese Mannschaft nicht abliefern, dann will Belgien da sein und dann hat Belgien sicherlich auch das Format, dieses Turnier zu gewinnen. Russland in der Außenseiterrolle und dennoch sollte man diese Truppe nicht unterschätzen. Sie haben ein namhaftes Aufgebot, das auch europäische Spitzenklasse teilweise abliefern kann. Die Frage war, wer bringt es hier besser auf den Platz? Weiß gekleidet die Belgier. Lukaku zu Dries Mertens. Wir sind in der Frühphase der Partie. Direkt mal abstecken, wie hier die Verhältnisse sind. Kevin De Bruyne kommt nicht durch Nachschuss per Seitfalls hier von Mertens. Ja, da kann man durchaus schon mal etwas ärgerlich über sich selbst sein, denn das war keine schlechte Möglichkeit. Hier der Ball abgefälscht. Der russische Keeper Schunin lag dann schon am Boden. Mertens vielleicht etwas überhastet, aber zumindest mal der erste Abschluss zu Beginn. Belgien übernahm die Spielkontrolle. Russland erstmal defensiv gefordert. Romelu Lukaku, Thielmanns, Juri Thielmanns. War nicht so schlecht. Fernandes klärt das Ganze dann. Schöne Drehung, dann der Abschluss. Etwas zu zentral platziert. Mittlerweile über eine halbe Stunde gespielt. Russland wagte sich dann mal nach vorne. Belgien musste etwas vom Gas gehen, denn das hätte man 90 Minuten so nicht durchhalten können. Golovin bekommt von Ion auf den Ball. Cheryshev und der schließt einfach mal ab aus der zweiten Reihe. Courtois pariert zwar ohne Probleme, aber zumindest mal ein Torschuss. Aber richtige Probleme gibt das für Thibaut Courtois natürlich nicht. 0:0 nach 45 Minuten. Belgien schon die bessere Mannschaft, aber die hundertprozentige Durchschlagskraft, die kam noch nicht zustande. Dementsprechend eben noch torlos und das ging auch so in Ordnung. Belgien aber wieder zu Beginn der Spielhälfte bissiger. Eden Hazard, Dries Mertens. Lukaku bekommt den Ball. Romelu Lukaku. Der Ball ist im Tor, aber vorher war der Pfiff ertönt und dann merkt es Lukaku auch die Fahne. Sie geht zumindest mal auf Verdacht hoch und dann werden wir gleich sehen in der Wiederholung, dass das tatsächlich die richtige Entscheidung war. Beim Abspiel Lukaku im Abseits, dann rückt er raus. Aber eben die Sekunde, die halbe Sekunde zu spät. Der Jubel hielt nicht lange an. Nur noch 20 Minuten zu gehen. Belgien drückte nunmehr. De Bruyne, wieder Thielemans. De Bruyne, Castagne, De Bruyne! Was für ein Tor! 72. Minute, ein Paukenschlag, der den Russen mitten ins Herz trifft. In St. Petersburg, also im Heimspiel für die Russen mehr oder weniger, gibt es den Rückschlag. Und Kevin De Bruyne macht es sehenswert. Doppelpass. Und dann ist es wirklich ein super Treffer. Nicht zu halten für Schunin. Geht auch etwas zu leicht, doch gegen so einen Schuss ist dann im Endeffekt auch nicht viel gewachsen. Noch 10 Minuten zu spielen. Russland wollte noch einmal antworten. Ionov. Ionov, Vertonghen geht deutlich zu spät raus. Dann diese unglaublich schwache Grätsche und Eigentor. Denaya mit dem 1:1. Courtois kann es nicht fassen. Und wer hat gestört? Artyom Dzyuba. Er hätte es sonst wohl auch gemacht, aber so platziert, wie der reinging, ist dann auch nichts mehr zu halten. Extrem ärgerlich für Belgien. Nicht viel zugelassen im zweiten Durchgang. Diese Grätsche von Vertonghen, sie wird eiskalt ausgenutzt und führt zum Ausgleichstreffer kurz vor dem Ende. Für Russland wäre das sicherlich ein Teilerfolg. Belgien wollte die drei Punkte unbedingt ergattern. Und so kamen sie nochmal in der Nachspielzeit. Eden Hazard, De Bruyne, Romelu, Lukaku.
Abgefälscht. Ecke, aber aus der passierte nichts mehr. Das war die letzte hochkarätige Torchance. Aber richtig brenzlig wurde es nicht, weil da noch ein Fuß dazwischen war. So endet diese Partie mit 1:1. Da werden sich die Belgier drüber ärgern, aber auch im Endeffekt mit leben können. In der Gruppe mit Dänemark und Finnland kommt es dann auf die letzten beiden Spiele an. Entschieden ist hier noch lange nichts.